Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play WoW MOP. Wir sind wieder in einer Hero mit dem guten Bourbon auf der Seite der Allianz unterwegs. Es ist der Mugushan-Palast geworden. Den kennen wir schon von Bourbon her. Hier waren wir auf Normal mit dem guten Luktro, wenn ich mich richtig erinnere, wieder mal unterwegs. Ich glaube, es war gar kein weiterer mit dabei. So, ich habe vorhin ein paar ältere Krieger noch ausgepackt. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich hier wieder alles gelegt habe und wie es hier eigentlich leckt, wenn ich mit Bourbon unterwegs bin und so weiter. Heute ist ein anderer Netrotikar dabei. Ich habe mir noch gar nicht weiter angeguckt. Wir hatten so noch gar nicht weiter miteinander zu tun. Aber wenn ich das hier sehe, dann bin ich eigentlich schon zufrieden. Und zwar von Egwin, der gute Des Miller. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Wenn nicht, verzeiht mir das wie immer. Ja, sind wir also zu zweit hier unterwegs. Ihr kennt das, wenn ich aufnehme, ein Hero oder wo irgendjemand mit kann, dann sage ich das vorher kurz an. Und dann ja, kann sich derjenige oder diejenige melden, die denn da Bock hat. Auf jeden Fall, DK wissen wir, OP, kennen wir aus den letzten PvP-Aufnahmen. Mal sehen, wie der Gute sich hier schlägt. Das sieht mir nach Frostskill aus. Wir werden das natürlich genauestens beobachten und ich freue mich natürlich auch, ich sag das gleich mal hier, dass du mit dabei bist. PvP-Gear macht hier einen auf Klein Scissor Gaming. Wobei, ich glaube, wenn wir mit Scissor unterwegs waren mit seinem DK, ich glaube, da habe ich gar keine weiteren Aufnahmen, aber der lag trotzdem immer relativ, also nicht hinten. Also, weiß ich nicht, böse Spam geht im PvE auch mit PvE-Gear, das ist kein Problem. Und das liegt nicht daran, dass er der Möchtegern-DK-Gott ist. Das liegt daran definitiv nicht, im Umima da den Kommentar direkt wegzuklauen. Ja, wir sind im Mugushan-Palast unterwegs. Die Instanz selbst liegt im Tal der ewigen Blüten. Das wissen wir, das haben wir im Let's Play von Lust genauestens gesehen, nachdem wir es erkundet haben. Und sind hier mitten in den Streit hineingeraten zwischen den Clans. Wer denn der nächste König der Clans bzw. der nächste Waffenmeister wird? Und unsere Aufgabe, klassische WoW-Manier, alles umboxen, was uns vor die Klinge kommt. Ich werde dann auch sehen, dass ich demnächst, ich glaube, ich sage das immer wieder, die LFR-Aufnahmen mal fertig mache. Ich habe heute auch ein bisschen PC-Lags, irgendwelche Updates wieder geladen. Das ist natürlich günstigster Moment, um wieder irgendwas aufzunehmen. Und ja, Egwin kenne ich tatsächlich irgendwoher, den Server. Ich glaube, der gute Lord Umbach war da auch mal vertreten, bin mir allerdings nicht sicher. Und das Schöne ist, viel muss ich hier ja gar nicht zu sagen, wie gesagt, mit Bourbon waren wir hier ja schon unterwegs. Die Bosse sind alle nicht relativ schwer. Der letzte ist eigentlich, dafür, dass das eine Hero ist, klingt der recht brutal, ist auch in der Umsetzung recht brutal. Mit 4 Damage ist er allerdings auch recht brutal schnell umgebürstet. Das ist eigentlich überhaupt kein Problem. Und ja, wir sind jetzt hier also in diesen Clan-Zwist hineingeraten, haben das schon gesehen, wenn man das beobachtet hat, da vorne diese Kielen eben. Dann die Zauberer und eben die Krieger sozusagen, so ist das hier alles unterteilt. Hunter, Magier, Krieger, könnte man sagen. In Sachen Intelligenz und, ja, Stumpfheit, wenn man das nicht gleichsetzen will, teilen die sich allerdings denselben Level. Ansonsten, Meinungen sind allerdings recht verschieden, wie das hier aussieht. Sollen uns jetzt also in einem Wettbewerb hier ausscheiden, dass das nicht so gut klappt, das sehen wir. Wobei 1 gegen 5 natürlich, ja, die Orks stehen jetzt wieder auf und spucken auf die Allianz-Ehre. Aber damit müssen wir leben können. Ich glaube, hier kann sogar ein schönes Schmuckstück droppen. Ich hoffe, dass das auch der Fall ist. Ich glaube, das hier ist es sogar. Das auf Hero, da würde ich nicht Nein sagen. So, Nein sage ich allerdings mal langsam zu den Lecks. Das geht ja auf den Sack. Ich glaube, in der Aufnahme sieht man die teilweise gar nicht. Was mich auch nicht weiter stört, zünden wir mal unser krasses Burst-Makro. Ich glaube, das ist auch vom guten Scissor. Ich bin mir gar nicht sicher. Bringe ich so schnell durcheinander. So, hauen wir die hier weg. DK wird vom Schurken überholt. Das gibt's ja gar nicht. Das ist ja hier World First, Schurke vor DK. Aber Schurke ist momentan, glaube ich, auch gerade durch diese Klingenwirbel-Zeug. Das wurde ja richtig gebufft. Wir machen hier mal den Pro-Weg. 4 Sekunden einsparen, hier an der Seite lang, sonst wird man zurückgekickt. Wurde ja, glaube ich, auch gebufft mit 5.2 und Schurke geht auch momentan richtig ab. Also das ist nicht feierlich. DK, Hexerzerstörung sowieso. Schattenpriester und Schurke, würde ich sagen. Das ist momentan, also, das bumst so alles kaputt, aber sehr schöner Name auch. Wollte ich sagen, den kenne ich doch. Paul Porter, The Nameless von Ambossar, schöne Sache. Malorn, Egwin und, ach, nochmal, die geächteten Bewahrer, kenne ich auch. Schön, sehen wir. Ambossar ist ja absolut vertreten in diesem Realm Pool. Und jetzt geht's also runter in die königlichen Schatzkammern. Wir sind schneller als der Plünderer Saurok. Warum wir den nicht umboxen können, das weiß ich auch nicht. Der ein oder andere kriegt schon, der klickt nicht, sondern der kriegt schon Komplexe, wenn er diesen Saurok mit dem Schatzbeutel auf dem Rücken sieht.
Denn wir wissen im Szenario, im Solo-Szenario Schatzkammer des Donnerkönigs, wenn man sich gerade so eine richtig fette Truhe schnappen will, dann kommt da so ein blöder Saurock, stunt euch und nimmt die Beute mit und haut dann ab und ist auch gar nicht so leicht einzufangen und zu töten. Deswegen der ein oder andere freut sich jetzt, denn da liegt schon wieder einer tot im Dreck, so eine kleine grüne Mistmarde. Die Viecher hier, ziemlich asoziale Mobs, gerade auf Hero, gerade wenn der Tank und der Heiler nicht so gut ist. Wir haben hier mit diesem Stun, gerade hier, zweimal hintereinander, wenn die unterschiedlich gestunt wurden, dass sie also hintereinander weg ihren Mister machen können, dann verliert man nicht nur die Aggro, sondern ist auch permanent in einem schönen Stun gefangen, was recht asozial ist, wie man sich denken kann. Jetzt sehen wir schön hier, Schorkel konnte ich jetzt nicht mehr abspotten, habe ich verpeilt. Aber der bringt guten Schaden, von daher nehme ich an, dass er weiß, was er tut. Bis jetzt hier wunderbar. Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn ihr mitkommt. Aber wenn ihr mitkommt und akzeptablen, wunderschönen Damage macht, dann seid ihr meine besten Freunde, jedenfalls in dieser Instanz. Also das ist überhaupt kein Problem. Ich wurde auch gebeten, dann auch wieder auf Horde mal so ein bisschen was zu machen. Also muss Bourbon bei der nächsten Hero-Aufnahme eventuell dem guten Oh mein Gott Owned weichen. Oder der guten Geilenbrand, das müssen wir uns angucken. Wobei ich ja bei Heroes gerne auf Tanken setze, weil da weiß ich, was der Tank drauf hat. Ne? Verkneift euch die Kommentare. Und da werden wir sehen, ob wir vielleicht das auch wieder auf Horde machen. Und weil die Wahrscheinlichkeit, dass bei Ali wer mitkommt, oh ja, und dass dann auch noch bei Ali wer mitkommt, der pullt, die ist relativ im Vergleich zu den Horde-Spielern, die ich in der Battle.net-Liste habe, ist der Ali-Anteil halt gering. Und dann ist klar, Demokratie, das Volk regiert, ne? Ist natürlich auch auf meinem Kanal so, da regiert natürlich auch das Volk. Wie war denn das jetzt? Im Stun hat er uns hier, im Stun hat er uns gecharged, im Charge hat er uns gestunt. Ja, deswegen auf Horde sind also mehr. Und dann kriege ich immer ein paar, eins, zwei, die sich über die Ali-Aufnahme freuen und mitkommen. Aber genauso kriege ich auch 10, die sich dann aufregen, dass ich nicht auf Horde mache. Wobei die Frage ist, ob die 10 sich dann noch mehr aufregen, wenn ich denen sage, dass sie nicht mitkommen, weil die Gruppe schon voll ist. Da bin ich höchst gespannt bei der nächsten Horde-Aufnahme. Sehr schön, hier haben wir irgendwas mit einem Pet dabei. Ein Hexer, ne? Jawohl, das Hexer-Pet ist jetzt nämlich trotz der Sprungabkürzung hier rumgerannt und hat uns die beiden Heiler mitgebracht, sodass wir jetzt hier einfach einen Kampf mit drei Heilern haben. Das ist schön. Das ist toll. Übrigens kommt hier auch eine Menge Random-Schaden, wer jetzt schon wieder gesagt hat, boah, das Kackboom kann überhaupt nicht tanken. Das ist teilweise natürlich richtig. Aber grundsätzlich liegt das hier dran. Ihr seht, das springende Heilungen, die Viecher werden immer stärker. Ja, random AOE-Fähigkeiten, Dots und Debuffs. Also komplett asozialer Bosskampf. Eigentlich gar ganz einfach, wenn man die zusammen zieht den einen oder anderen vielleicht Stunt und dann konzentrierter Schaden kommt oder absolutes Weggebombe à la Survival Hunter Style, dann ist das eine richtig schöne Sache. Aber in diesem Fall hier mit dem zusätzlichen Heilerpool seht ihr, das ist gar nicht so eine schöne Angelegenheit. So, wir haben es dennoch geschafft, wenn die ganzen vom Bosskampf down sind, da drüben steht wie gesagt noch so ein Heiler. Dann geht dieser Tresor da auf. Na, besser ging das so jetzt gar nicht, oder? So habe ich das geplant. Und wir können die Beute einsacken. Natürlich Plattenstiefel mit Int. Wie sollte es anders sein? Wir brauchen ja hier nichts. Leckt mich doch. Und ja, deswegen, um mal wieder zurückzukommen, nach dem krassen Bosskampf hier jetzt, den wir super gemeistert bekommen haben, was am Anfang dieser Hero-Phase definitiv ein Vibe gewesen wäre. Bei euch natürlich nicht, ihr seid alle ultra imba und ich bin hier nur der Noob-Klicker vom Dienst. Natürlich, um Gottes Willen. Das ist absolut klar. Wäre das allerdings trotzdem definitiv ein Vibe gewesen. Und nächstes Mal dann eben vielleicht mit Horde. Das mache ich immer recht kurzfristig. Wie gesagt, jetzt waren hier wieder um die 14, 15 Leute und dann schreibe ich kurz. Einer meldet sich immer. Sehen wir hier wunderbar. Ich hoffe, du brauchst hier auch noch was. Moonboons World? Moonboon, das ist doch auch ein YouTuber, oder? Den kenne ich gar nicht weiter. Habe ich ab und zu, glaube ich, mal bei Barclay gesehen. Der hat, glaube ich, auch ein Event gewonnen. Aber auch sehr schön. Tschüss, Schurke. Tschüss. Ach, das ist ja wichtig. Ich dachte, es kommt hier, jetzt kommt Gollum aus der Ecke gesprungen. Und da habe ich den, glaube ich, mal gesehen. Hat der eine Gilde? Ist das vielleicht sogar die? Ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung. Ebenso wenig haben wir uns noch gar nicht weiter ausgetauscht. Da kannst du mich gerne in den Kommentaren mit erfreuen, ob das dein Main denn war. Oder ob ich da noch Größeres erwarten kann. Jetzt habe ich vergessen zu fragen, ob wir denn auch Skype machen wollen. Na gut. Sollte ich das, wer auch immer bei den nächsten Aufnahmen mitkommen, das Wort, sollte ich das bei den nächsten Aufnahmen vergessen, dann schreibt einfach mit Caps 1000-mal Skype. Das ist nicht böse gemeint. Ich will nicht irgendwen ausschließen und zu allen anderen sage ich rede mit euch und bei 1, 2 mache ich es nicht. Das ist definitiv nicht der Fall. Das habe ich jetzt einfach vergessen. Muss demnächst mal nochmal mitkommen. Ist ja kein Problem. Dann sei dir dieser Platz auch gesichert. So, was ist hier denn jetzt los? Warum kriegen wir so auf den Kopf? Zack.
Ich komme dich holen. Ach so, Lichtblitz ist ein Holen gekommen und drückt mir jetzt Handauflegen rein. Sehr schön. Das ist der nervöse Heilerfinger gewesen. Lieber schnell ein CD reinhämmern, als dann den guten OP-Krieger hier zu verwirren. Sehr schön, mit Schurkenhandel wird hier gearbeitet. Das ist ja ein Wunschtraum, was ich hier sehe. Dafür hat unser Wurf verfehlt. Auch schön. Was nicht so ein Wunschtraum bei mir heute war, mitten am Tag ist mein Kühlschrank, oder das heißt mein, unser, ist ja nicht meiner alleine, Kühlschrank ist einfach mal kaputt gegangen. Nach dem Wochenendeinkauf. Und das ist so, sag ich mal, wenn euch das Leben richtig die Arschkarte zeigt, dann habt ihr Ferien, seid Gamer, esst gerne und dann geht euer Kühlschrank kaputt. Ja, das ist so, da hat das Leben richtig schön den Stinkefinger ausgepackt und wir kurbeln ihn auch langsam hoch, denn da ist der Endboss. Und dem wollen wir den Stinkefinger natürlich auch mitten ins Gesicht knurren. Das Wort Stinkefinger, umso öfter man das sagt, ist auch so ein Wort, umso dümmer klingt das, oder? Stinkefinger? Stinke, Stinkefinger. Stieß da Stinkefingers. Weil ging mir mal so, wobei das geht einem manchmal einfach so, weil bei mir ging das mal so mit dem Wort Giraffe. Ja, Giraffe, das kam mir einfach richtig dumm vor. Kennt jeder diese Situation, wo ein Wort auf einmal total bescheuert klingt, gerade wenn man es öfters mal hört oder sagt, und am nächsten Tag ist es wieder normal. Keine Ahnung, was das soll. Das ist so ein klassischer Moment, wo man sich denkt, WTF Brain, was soll das? So, die Viecher, übrigens ganz böse Mobs, wenn kein Damage kommt und die schnell umfallen oder der Schurke so viel Schaden macht, dass er dem Tank die Aho klaut. Die springen nicht nur rum, was sehr schön ist, wenn er gerade euren AOE da rein entfesselt, wie ein Hexer jetzt zum Beispiel 1000 Feuerregen reinsetzt, dann oben ist und die Viecher springen weg. Sondern auch die stacken hier eine Blutung hoch, die wirklich richtig unangenehm ist. Vielleicht sieht man es oben an meinem Leben, wobei ich glaube, so viel ist das jetzt noch gar nicht. Aber wenn das so ums Doppelte hochsteckt, dann bummst das richtig eure Plattenrüstung weg und das ist wirklich unangenehm. So, der gute Waffenmeister, wie gesagt, zu den Bossen muss ich nicht mehr so viel sagen. Das ist schön, das gibt uns Freiraum, jetzt unseren DK-Gast zu beurteilen. Zack. Es tut mir auch leid, dass ich nicht mehr eure YouTube-Namen alle parat kriege. Wenn ihr die mir schreibt oder wenn ihr uns schreibt, kann ich euch in der Regel sofort zuordnen. Aber ganz so frei von der Leber weg, Leber, von der Leber weg, Kro, geht das nicht mehr. Dafür seid ihr zu viele, Anonymous-mäßig. Es gibt Leute, die im Internet tätig sind und weder die Rede oder weder wissen, was Anonymous ist, noch mit der Redewendung "Ich gebe wenig Ficks" was anfangen können. Und da sage ich dann Internet-Newbies, ne? Also damit muss man, wenn man sich ins Internet und in WoW traut, in unserem, ich sag mal in unserem Alter, muss man sich mit diesen Redewendungen ein bisschen auskennen. Sonst hat man heutzutage im Internet verloren, möchte ich sagen. Aber gut, ich wollte hier nicht über Mems und sonstiges diskutieren. Und wir haben ihn besiegt, kriegen schöne Handschuhe gedroppt. Das ist eine schwierige Entscheidung immer wieder, ne? Also, die haben ähnliche Werte. Auf meinen ist aber mehr Ausweichen drauf, wie auch immer das kommt, ne? Deswegen nehme ich die jetzt mit. Jan, schneller ran, schön DMG gewesen. Ich bedanke mich natürlich bei dir, schön Menschenposing hier. Sieht doch schick aus. Und bedanke mich bei dir, wie gesagt, fürs Mitkommen. Klär uns auf über dein Main-Verhalten, dein Spielverhalten und deine Gilde. Da würde ich mich freuen. Und jo, schöner DMG. Immer weiter den Froststoßer auslöschen. Auslöschen, genau. Denn zwei Hand-DKs setzen auf Auslöschen. Das weiß ich auch noch vom guten Brumpfel. Und ja, danke fürs Zusehen, danke fürs Mitkommen. Und wir sehen uns dann im nächsten Dungeon, sei es im Video oder wenn ihr mitkommt. Bis dann.